Hallo auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier an der Goldenen Pforte in Pforzheim. Hier, wo die drei bekannten Fernwanderwege im Schwarzwald alles starten. Und mache heute die erste Etappe vom Ostweg. Die erste Etappe vom Ostweg geht bis Bad Liebezell. Und wie lange das die Strecke bis dahin ist, das zeige ich euch jetzt. Und schon bin ich auf dem Weg. Zu Anfang geht hier vom Kupferhammer, wo die Fernwanderwege starten, ein kleiner Pfad weg. Und als nächster Ort kommt Würm, das im gleichnamigen Würmtal liegt. Danach folgen die Orte Steineck, Hamberg, Neuhausen. Dann geht es durchs Mohnbachtal auf der Etappe. Und dann kommt man irgendwann mal nach Bad Liebenzell. So nach 24, 25 Kilometer. Hier unten seht ihr die Würmfließe, die auch wie alle Flüsse derzeit recht viel Wasser trägt. Zum Ostweg. Wie der Name schon sagt, ist der östlichste der drei Fernwanderwege im Schwarzwald. Der hat 234 Kilometer Länge und offiziell 12 Etappen. Ich mache jetzt heute die erste Etappe, werde aber die darauf folgende Etappe teils zusammenfassen oder teils die Strecke so laufen, dass ich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen kann. Also schaut es euch einfach mal an. Heute ist es erheblich wärmer wie bei meinem letzten Video, wo es so viel Schnee hatte. Heute hat es 10 Grad plus. Das ist wie gesagt der vorletzte Tag des Jahres 2023. Und für 2024 haben wir jede Menge vorgenommen. Und der Ostweg ist eins davon. Den möchte ich immer wieder mal zwischendurch eine Etappe machen. Jetzt gehe ich gerade eine Treppe runter. Und euch dann zeigen hinterher. Genau. Und ich denke, dass ich es innerhalb des nächsten Jahres gut hinkriege, den in Gänze zu zeigen. Ich kenne den bereits bis nach Alpirsbach, bin schon vor ein paar Jahren mal gelaufen, allerdings natürlich ohne Kamera. Und jetzt habe ich gedacht, frisch das Ganze nochmal auf für dich selber und zeige es den Leuten in Gänze. Ja, zu Anfang geht es auf Pforzheim immer mehr raus. Man hört zwar noch der Verkehrslärm aus der Ferne, auch von der Würmtalstraße, aber eigentlich sind wir schon mitten im Wald und es wird immer ruhiger dann, je weiter wir vom Kupferhammer wegkommen. Und das ist auch gut so. In Pforzheim, wo ich am Bahnhof geparkt habe und dann zuvor durch die Stadt gelaufen bin bis zum Kupferhammer, war jede Menge los. Heute ist Samstag und letzter Einkaufstag des Jahres. Und ich denke, viele Leute wollen noch irgendwas für Silvester besorgen und sind somit unterwegs. In Bad Liebezell, wenn ich da angekommen bin, kann ich ja bequem mit der Bahn zurückfahren nach Pforzheim. Und das empfehle ich euch, wenn ihr die Etappe machen solltet. Ist das Allerbeste so zu organisieren. Die Bahn fahren stündlich im Nagoldtal Richtung Pforzheim und wenn man sich vorher ein bisschen auf den Plan guckt und sich seine Zeit einteilt, dann klappt das ganz bestimmt. Und ihr seht, die Sonne ist auch mit am Start und erhellt den Tag und verschönert das Video, das ich heute drehe. Der Ort, wo man dahinter zwischen den Bäumen sieht, das müsste Würm sein und da kommen wir jetzt gleich hin. Das wusste er auch nicht
Und dass es mehr Würmer als Pforzheimer gibt, wie sich die Einwohner von Würm nennen. Ja, das ist wohl wahr. Ja, Leute, Zufälle gibt's. Eben als ich das Holzschild mit, dass es mehr Würmer wie Pforzheimer gibt, angeschaut habe, da hat mich wohl ein älterer Mann beobachtet. Dann bin ich an dem vorbeigelaufen, hat er mir angesprochen, hat gesagt, er hat das Schild gemacht und insgesamt 52 Schilder rund um Würm rum, wo mal mehr oder weniger kluge Sprüche draufstehen. Und es war ein ganz nettes Gespräch mit dem. Ja, das gefällt mir immer, wenn ich auf Tour bin und dann mit den Leuten ins Gespräch komme. Mal zufällig, mal bewusst. Das ist immer wieder toll, was man aus den Menschen trifft dann unterwegs. Jetzt bin ich der Würm wieder ganz nah. Und hier seht ihr sie Richtung Pforzheim fließen. Und hier die andere Richtung, Richtung Tiefenbronn. Und jetzt führt der Weg wieder ganz unten an der Würm entlang. Weiter Richtung Steineck. Kleiner Tipp noch zum Ostweg oder generell zu den Fernwanderwegen hier im Schwarzwald. Die Strecke bzw. kleine Abschnitte davon ändern sich immer wieder mal. Und deswegen, wenn ihr die Strecke nachlaufen wollt und euch den GPX-Track runterladen wollt, dann tut es aktuell, weil ich habe falsch gemacht. Ich habe mir die Strecke von vor ein paar Jahren mal runtergeladen und habe jetzt schon auf der ersten 5 Kilometer gemerkt, dass ein Teil davon sich verändert hat, sprich nicht mehr dem entspricht, was eben mal vor ein paar Jahren die Strecke war. Ist kein Problem, ich finde die Strecke trotzdem und lade mir dann eben anschließend für die nächsten Etappen die aktuelle Strecke runter. Ja, wir sehen eben auf dem Wegweiser Hamberg, der nächste Ort, kommt in 2,5 Kilometer und die Ruine Liebeneck habe ich aus Versehen ausgelassen und bin falsch weitergelaufen, bin jetzt aber wieder richtig auf dem Ostweg und die zeige ich euch dann, wenn ich weiter hochkomme hier, nämlich die liegt dann auf der anderen Talseite und da sieht man sie eh viel besser, je man dran vorbeiläuft. Da drüben auf der anderen Talseite sieht man den Turm der Ruine Liebeneck. Prima herausschauen oben. Aber außer dem Turm ist nicht mehr viel erhalten von der Ruine. Und auf der Turm hoch kann man, glaube ich, gerade auch nicht, weil es saniert wird. So war es zumindest beim letzten Mal, wo ich hier an der Ruine Liebeneck vorbeigekommen bin. Auf dem Dreitälerweg. Und was es damit auf sich hat, das seht ihr mal separate Video auf meinem Kanal. Es lohnt sich, schaut mal rein, wenn ihr es dann gesehen habt. Ja, der Ostweg führt jetzt bergan Richtung Hamberg und zur Burg Steineck. Und es dauert auch noch ein bisschen, bis ich da oben bin. Würmtal, dem ich die ersten 10 Kilometer auf dem Ostweg gefolgt bin, sozusagen, verlasse ich jetzt und laufe nach rechts weg hoch Richtung Hamberg. Und das habe ich im ungefähr einen Kilometer erreicht. Hier sieht man viel Wald, aber weiter vorne sieht man schon die Sonne durchscheinen und es wird heller. Und dann müsste Hamberg bald erscheinen.
Hier bin ich hergekommen und der Weg geht hier weiter. Hamburg ist in Sicht und hier ist ein schönes Bänkle, wo ich jetzt eine kleine Rast machen wird. Ja Leute, nachdem ich jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke hinter mir habe, ist mal Zeit für eine kleine Pause und das Bänkle ist so schön hier, die Sonne scheint und so kann man auf jeden Fall gut Pause machen. Jetzt werde ich mal einen Riegel essen und was trinken und dann geht es wieder weiter. Ich laufe jetzt gerade durch Hamburg und die Burg Steineck, die kommt ungefähr einen Kilometer. Danach kommt dann Neuhausen, ich glaube so 5 Kilometer und das Mondbachtal in 7 Kilometer. Die Kapelle hier heißt Waldkapelle und sieht schön aus. Überbleibsel von Burg Steineck sind hier in Sicht. Und der Ort, der lauert dahinter auch schon vor. Da ist doch noch recht viel erhalten von der Burg. Hier ist noch mal eine Kapelle. Ja, schön. Und hier noch mal der Turm. Und der kleine Abstecher über die Burg Steineck führt jetzt hier weiter hoch zum Ort Steineck. Und hier seht ihr die Burg Steineck noch mal von der anderen Seite. In Steineck gab es nichts mehr Besonderes zu sehen. Da laufe ich schon wieder raus. Und jetzt möchte ich euch noch über die Einkehrmöglichkeiten hier auf der ersten Etappe ein bisschen informieren. Also im Prinzip gibt es in jedem Ort eine Wirtschaft. Ihr müsst nur gucken, ob die offen hat vorher. Oder ihr nehmt euch was mit zum Essen, so wie ich. Kleiner Blick zurück Richtung Steineck. Jetzt für den Ostweg hier. Weiter wohl über die Wiesehügel dahinter Richtung Neuhausen. Hier von der Stelle hat man gerade eine tolle Aussicht. Dahinter liegt Hamburg. Und der Weg geht jetzt hier rüber. Da vorne kommt jetzt gleich die St. Wendelin-Kapelle, an der viele Autos parken. Mal sehen, ob die Kapelle offen hat. Dann gucke ich mal mit euch rein. Hier im Hintergrund sieht man schon Neuhausen. Und hier bläst ein kräftiger Wind. Ja, das sah doch mal richtig schön aus da drin. Im Altar, in der Kapelle. Klasse. Hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt geht's auf Neuhausen zu. Ein bisschen Berg runter und das tut auch mal gut jetzt, nachdem es längere Zeit immer bergan ging. Während ich hier gerade durch Neuhausen marschiere, durch unscheinbare Wohngebiete durch, stelle ich mir die Frage, ob im Mondbachtal man da durch kann oder ob das aufgrund von Hochwasser gesperrt oder überflutet ist. Ja, ich werde es bald wissen, weil ich denke mal so in 2-3 Kilometer bin ich da. Da vorne das Haus mit dem Fachwerk scheint auch eine Wirtschaft zu sein und drinnen brennt Licht. Also wie gesagt, Einkehrmöglichkeiten müsste es auf der Strecke auf jeden Fall geben. Und diese Wirtschaft heißt zur Neuen Rose und ist eine Pizzeria. Und daneben ist ein Döner-Imbiss.
Der Döner-Imbiss hat mich so angelacht. Da bin ich jetzt schon dran rein, habe eben Jufka gegessen und ein Bierchen dazu getrunken. Und jetzt geht's gesteigt weiter. Voll durch Neuhausen durch. Und dann hinunter ins Mohnbachtal. Ihr habt es gesehen, eben im Stein. Der Ostweg gibt es nächstes Jahr dann schon 120 Jahre lang. Das ist eine lange Zeit. Mittlerweile bin ich im Mohnbachtal angekommen und der Mohnbach fließt im Hintergrund von mir recht gut und jetzt schauen wir einfach mal, wie es dadurch so läuft und was wir so zu sehen bekommen. So, jetzt bin ich gleich unten im Nagoltal. Hier im Hintergrund von mir ist Mohnbachstüpple, da könnt ihr auch einkehren, euch Essen und Trinken holen. Im Mohnbachstüpple ist bei schönem Wetter immer jede Menge los. Im Sommer sind natürlich auch viele Radler und Motorradfahrer hier und sonstige Ausflügler, die zum Beispiel durchs Mohnbachtal laufen und den schönen Weg, den ihr eben gerade gesehen habt, besichtigen und anschließend hier einkehren. Jetzt sind es noch 3 Kilometer bis nach Bad Liebezell und dann wartet die Bahn auf mich. So, jetzt bin ich im Ortsrand von Bad Liebezell angelangt und mache jetzt schon mal ein Fazit von der ersten Etappe vom Ostweg. Die hat mir prima gefallen, hat einiges zu bieten gehabt, war abwechslungsreich, Burgruine, schöne Orte oben auf dem Plateau. Aber eindeutig das Highlight für mich war das Mohnbachtal mit seiner Schlucht, mit dem Wasser, mit den Felsen, wo richtig schön durchlaufen kannst. Ja, ich denke, euch wird es auch so gehen, wer die Strecke mal macht, dass euch die Mohnbachschlucht mit dem Mohnbachtal sozusagen am besten gefällt. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Wünsche uns für die kommende Zeit noch einen richtigen Winter mit viel Schnee. Ich denke, ihr liebt genauso Schnee wie ich und seid auch mal gerne im Schnee unterwegs. Okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal, sag ich mal, gell? Ciao! Da hinten oben sieht man die Burg Liebenzell und die ist auch richtig schön anzuschauen. Da kann man auch reingehen und hochgehen auf den Turm. Kann ich euch empfehlen. Hier seht ihr die Nagoldfliese und da drüben ist Bad Liebenzeller Freibad. Und hier drüben ist der Bahnhof und da kommt gleich meine Bahn.